So, mal wieder eine neue Geschichtsaufgabe und keinen Plan. Zum Beispiel zum Thema Wiener Kongress und einer Rede von Fürst von Metternich. Dann brauchst du dieses Wissen über historische Quellen. Also dranbleiben und los geht's. Starten wir mal mit einer kurzen Definition über historische Quellen. Historische Quellen sind alle Darstellungen, Bilder, Illustrationen oder Texte, wie Briefe, Protokolle oder Aufzeichnungen, aus denen du Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen kannst. Wenn es zur damaligen Zeit das schon gegeben hätte, dann wäre ein abgedruckter WhatsApp-Chat zwischen Metternich und Friedrich Wilhelm III. Auch eine historische Quelle. Bei den Quellen unterscheidest du generell zwischen Primär- und Sekundärquellen. Primärquellen stammen aus dem Jahrzehnt oder dem Jahr, aus dem sie berichten. Häufig erfolgt eine subjektive Beschreibung der Ereignisse, da der Autor aktiv am zeitlichen Geschehen dran teilnimmt und alles live verfolgt. Das wäre also im übertragenen Sinne der WhatsApp-Chat. Sekundärquellen hingegen werden erst im Nachhinein eines geschichtlichen Ereignisses verfasst und sind zum Beispiel Beiträge von Historikern, Forschern oder Wissenschaftlern, die das Ereignis rekapitulieren, beurteilen, reflektieren oder auch kritisch hinterfragen. 200 Jahre später kann also zum Beispiel ein Historiker einen Aufsatz über den WhatsApp-Chat schreiben und darstellen, wie sich der Wiener Kongress durch den Chat verändert hat. Naja, oder so ähnlich. Merk dir unbedingt, dass in deinen Geschichtsklausuren beide Arten von Quellen als Text- oder Bildgrundlage drankommen können. Achte auch genau auf die Aufgabenstellung, den Operator, auf die Text- und Bildsorte und die sonstigen Angaben, meist kursiv unter dem Text abgedruckt. Typische Textquellen können in diesem Fall zum Beispiel Reden, Briefe, Flugblätter, Zeitungsartikel oder Sachtexte sein. Typische Bildquellen in Geschichte sind unter anderem Porträts, Gemälde, Karikaturen oder auch Wahlplakate. Alles rund um die Quellenanalyse gibt es in diesem Video und mehr über die Karikaturanalyse natürlich in unserer Playlist. Also abonnieren und Daumen hoch für mehr und bis bald. Ciao.